Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er ist der Daniel, ich bin der Sascha, kennt ihr ja schon. Und am 23. Februar heute haben wir wieder ein Geburtstagskind, das ziemlich bekannt ist. Ah, okay. Gloria von Thun und Taxis. Ah. Kennst du? Kenn ich. Ja, das war, die war früher so bekannt für ihre schrägen Frisuren und sowas. Im Adelsgeschlecht eingeheiratet, kommt eigentlich aus Stuttgart-Degerloch. Ja, und hat dann reingeheiratet den Johannes von Thun und Taxis und hat immer so krasse Frisuren gehabt und sowas, vom Outfit her immer ein bisschen auffällig gewesen. Deswegen war sie damals ganz viel in der Yellow Press, sagt man. Ja, ja. Ja, genau. Heute Geburtstag, am 23. Februar 1960 geboren. War die Hella von Sinn der Aristokratie, kann man das so sagen. So ungefähr, ja, mhm. Genau. Ja. Okay. Aber hat nicht so eine große Fresse gehabt. Ja. Wie die am Hella. 23. Februar 2007 fand aber noch was statt, und zwar im österreichischen Walzensee. Nach einer Idee von Christian Redl fand der erste internationale Wettkampf im Unterwasserhockey statt. Unterwasserhockey? Im Unterwasserhockey. Und zwar ist das ein Spiel, was mit zwei Mannschaften ausgefochten wird. Die jeweilige Mannschaft besteht aus zwei Apnoe-Tauchern. Das Spielfeld ist 6 auf 8 Meter groß und aufgrund der hohen Kraftanstrengung dauern aber die Spiele nicht so lange, es sind 3 mal 10 Minuten. Und jeweils kann ein Spieler 30 bis 40 Sekunden unter Wasser bleiben, muss dann aber hoch zum Atmen. Der Puck ist aus Polystyrolschaum, sodass er Auftrieb hat. Man muss sich das quasi vorstellen, wie wenn man in Australien Fußball spielt, so spielt man. Stimmt, das ist ja genau. Unterm Eis. Ja, dann ist man ja auch. Ist man ja auch umgekehrt. Ja, Unterwasserhockey sozusagen. Unterwasserhockey unterm Eis. Ja. Alter. In dieser international offenen Weltmeisterschaft hat Finnland gewonnen vor Österreich. Natürlich. Dritter war die Slowakei. Ja. Ja. Also schade, dass die Öchis nicht gewonnen haben. Ne? Die müssen ja. Mal irgendwo auch mal Weltmeister sein. Ja. Außer im Skifahren. Ist ja, waren nochmal Dschungelqueens, ist ja auch in Ordnung. Dschungelqueen, die Öchis? Mhm. Mit was denn? Wie hieß die noch, das blonde Luder da? Ja, die war erst Zweite bei Germany's Next Topmodel oder Dritte. Hä? Und war dann Dschungelqueen. Dschungelqueen? Ja, also wenn ihr wisst, wie die heißt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Wienerin, so eine Blonde, wie hieß denn das? Schreibt das mal in die Kommentare rein. Ist das Stück noch? Stück. Hallo, bisschen mehr Respekt jetzt hier vor Leuten, die du gar nicht kennst. Entschuldigung. Ja. Fakt des Tages. Fakt des Tages. Ja. Fakt des Tages ist, ein durchschnittlicher Mensch wird keine 30.000 Tage alt. Okay. So, 30.000, ich habe mal hier, ich will es mal gerade durchrechnen. 30.000 sind, warte mal, also dann, chum, geteilt durch 365 sind 82 Jahre. 82,19 Jahre. Hm. Ja, also keine 30.000 Jahre. Das zeigt mir wieder mal, wie erschreckend schnell das Ende näher kommt. Ne? 30.000 Tage und plups. Bist du weg. Und wie viele von diesen Tagen bist du fit? Und auf den Höhen deiner Schaffenskraft? Wie viel von den Tagen hast du Spaß? Bist du nicht hier um Höhe von Schaffenskraft? Du bist hier um Spaß haben. Um Spuren zu hinterlassen, an die man sich gerne zurückerinnert, zum Beispiel. Oder? Ja. Ja, sehe ich das falsch? Ja, aber das kannst du ja auch nur am besten durchführen, wenn du auf der Höhe deiner Schaffenskraft bist. Ich das sowieso. Ich bin auf der Höhe meiner Schaffenskraft geboren worden, glaub mir nicht. Yeah. Ja, das war der, was haben wir, der 23. Februar. Ich bin so ein bisschen irritiert. Aber hast du schon nicht Unrecht, ne? Ja, ist so. Cheerio, Miss Sophie, bis morgen.